Hey Leute, Naruto Element hier und heute mache ich das Video, wo ich habe schon versprochen, dass ich das Video mache, hab's aber jetzt erst mache das Video jetzt erst und ich habe es eigentlich gesagt, ich mache es gestern, glaube ich, dass ich es hochlade, vorgestern oder gestern, ich weiß nicht. Aber ja, das Video ist da, wie man besser aimt und ich habe da 4 Punkte, wie man besser aimen kann. Ein Punkt ist nicht fürs besser aimen directed, sondern generelles COD besser spielen. Wir fangen mal an mit die Control Freaks. Das ist ein Aufsatz für die Controller, wie ihr auf dem Bild dahinter seht. Und das erhöht im Stick ums Doppelte. Und was da jetzt gut dran ist, das ist, es hat einen größeren Radius. Also, wenn man jetzt sagen, man kann zum Beispiel, es gibt sicher mehr Möglichkeiten, aber wenn man jetzt kann leicht nach links schauen, mittel nach links schauen und stark nach links schauen, dann kann man mit dem Controller dann leicht nach mittel schauen, nach links schauen, mittel leicht und so weiter halt. Also man hat dann, weil es doppelt so hoch ist, doppelt so viele Möglichkeiten zum Herumschauen, theoretisch dann. Und ihr könnt dann auch die Sichtempfindlichkeit höher stellen, weil ihr natürlich im Stick weiter bewegen könnt. So könnt ihr genau zielen noch, aber dann auch schnell umdrehen, wenn ein Gegner hinter euch steht. Ja, und das war mal der erste Punkt und die kosten weiter eigentlich 10 Euro, 5 Euro, ich weiß nicht. Ja, ich werde einen Link zu der Webseite von denen in die Beschreibung stellen. Ich habe die auch, so vielleicht als Nebeninfo. Ich benutze jetzt sehr oft, also immer eigentlich, wenn ich spiele. Ich kann ohne die eigentlich nicht mehr spielen. Dann einen Punkt, das ist, es wird sehr oft gesagt, dass der sehr viel hilft und ich weiß nicht, vielleicht die meisten werden es vielleicht schon gehört haben, aber vielleicht ein paar noch nicht. Das ist die Sichtempfindlichkeit steigern. Ja, jetzt denken sich ein paar, ja toll. Aber ihr könnt es um 1 höher stellen, also wenn ihr jetzt 6 habt zum Beispiel oder 7 eingestellt, dann stellt sie auf 8 oder 7 halt, 1 höher. Spielt mit der ein paar Runden und wenn ihr gut umgehen könnt halt mit der Sichtempfindlichkeit, dann stellt wieder 1 höher und immer so weiter. Ich tue mal leicht immer so 2 bis 3 Runden spielen oder eine Runde, kommt drauf an was halt. So 15 Minuten, halbe Stunde mit der spielen und dann auf die nächste. Und ihr müsst wirklich länger spielen, also 10 bis 30 Minuten und nicht gleich weiter steigern, weil sonst könnt ihr dann auf einmal nicht mehr umgehen. Und ihr müsst halt schauen, ab der Empfindlichkeit, wo ihr nicht mehr mit umgehen könnt, also wo es wirklich nicht mehr aimen könnt und so ein Zeug, dann stellt wieder 1 zurück und auf der bleibt ihr dann. Das könnt ihr ausprobieren, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr es lassen. Dann snipen und auch quickscopen, das ist quickscopen, schnell reinzählen und wieder rauszählen. Das bringt sehr viel, es zerstört zwar meistens eure KD und ihr könnt es nicht wirklich gut spielen, halt ich jetzt, vielleicht können ein paar von euch da draußen sehr gut quickscopen, aber wenn man gut quickscopen kann oder ein bisschen besser umgehen kann mit der Sniper, dann kann man mit jeder Waffe, anderen Waffe super aimen. Also ihr solltet vielleicht einmal ein paar Runden online mit der Sniper spielen und quickscopen oder einfach gegen Bots spielen, wenn ihr eure KD nicht zerstören wollt. Gegen Bots spielen und da übt ihr richtig schnell zielen und das bringt euch bei den SMGs oder Schrotflinten, KSG und so sehr viel, weil ihr müsst halt auch schnell aimen und umso schneller ihr aimt mit den Waffen, umso schneller könnt ihr im Feind Schaden machen und so weiter. Dann ist schon der letzte und größte Punkt eigentlich, wo man jetzt das ganze COD-Spielen verbessern kann. Also, es gibt das Input-Lag, das ist wie viele Millisekunden es braucht, bis zum Bildschirm dann wirklich angezeigt wird. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Also ich habe einen Bildschirm, einen normalen Fernseher. Der hat gleich 50 Millisekunden da Input-Lag und ich habe nicht so toll gespielt. Und jetzt habe ich es auf dem PC-Bildschirm die Xbox angesteckt und jetzt geht es das Ganze viel besser. Das hat, der Bildschirm gleich hat 10 Sekunden Input-Lag. Und ja, das ist nicht, glaube ich, die Anzeigegeschwindigkeit oder wie das heißt. Also es ist Input-Lag. Es gibt auch ein anderes, was so ähnlich ist, aber das ist nicht Input-Lag. Und Input-Lag wird da verursacht meistens durch solche Verschönerungsprogramme und so, die im Fernsehen dabei sind, zum Beispiel, dass die Farben mehr strahlen oder so ein Zeug. Ihr könnt, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, die Xbox am PC-Bildschirm anzuschließen, einfach beim Fernseher die ausschalten und dann soll es eigentlich schneller gehen. Weil das Ganze braucht halt ein paar Millisekunden und ich glaube, es ist bei meinem Ding einen Schuss Head Start, also einen Headshot Start früher, also wenn ihr jetzt auf dem Bildschirm, also wenn ich es früher auf dem normalen Fernseher gespielt habe, hat man ja schon einen Headshot geben können halt und ich auf dem PC spiel, also auf und habe das gar nicht gesehen und auf dem PC Bildschirm ist es halt schneller, weil die meistens für Spielen ja gemacht sind und einfach das Ganze schneller haben. Und ja, das war es eigentlich schon wieder vom Video, es heißt Input Lag. Ich suche vielleicht eine Website raus, wo das Ganze aufgelistet ist.
Ja, und post euch da alles, was ich gesagt habe, in die Beschreibung, zum Beispiel die Seite zu den Control Freaks und so weiter. Ja, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann liken und ja, und abonnieren, wenn es euch sehr gut gefallen hat. Und danke fürs Zusehen. Und ich sage mal wieder Tschüss.